Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aaron Zockt Transportfieber. Oh, ich nehme mal ganz kurz die Maus aus dem Bild. Die packe ich mal dahin, so. Ja, was machen wir jetzt? Wir fahren gerade mal hier einfach ganz spontan mal eine kleine Runde mit einem LKW, der sozusagen die Strecke abfährt. Und im Grunde genommen versuche ich gerade nur Geld zu scheffeln, weil, halt die Züge unten, die drei Städte, die ich jetzt halt neu verbunden habe mit Berlin, halt etwas kostet. Und die müssen sich, wie gesagt, erstmal rentieren nach ein paar Jahren. Das dauert jetzt erstmal. Und da dachte ich mir, naja, was kann man da machen? Weil Metallverarbeitung, sonstiges Produktionsgedöns kann ich nicht aktivieren. Also nicht machen, da fehlt mir einfach das Geld. Und da dachte ich mir, wir fahren mal einfach ganz nett hier eine Runde. Ich habe jetzt irgendeinen LKW angeklickt. Der fährt jetzt vom Treibstofflager aus nach, keine Ahnung, da hinten im Hintergrund fährt der Zug. Das sieht doch schön aus. Guckt euch doch mal die Ecke an. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Ja klar, der Rand noch ein bisschen trist so. Kann noch ein bisschen Wald setzen oder keine Ahnung, irgendwie was. Aber so sieht es doch ganz gut aus. So gefällt mir schon mal. Die Brücke da im Hintergrund. Berlin kommt ja jetzt gleich. Ich glaube, das müsste jetzt hier der Bahnhof sein für die fürs Stahlwerk. Glaube ich, ist das hier. Ja, genau, das ist hier das Stahlwerk. Genau, dann geht es hier weiter. Hier wird die Abladestelle fürs Stahlwerk gedöns alles. So, ab über die Bahnschiene. Na, kommt jemand? Nee. Nee, der ist ja gerade weggefahren. Stimmt ja. Der ist nicht da. So, jetzt fahren wir schon nach Berlin rein. Zwar ist hier noch nichts, aber ist ja nicht so schlimm. Die Stadt wächst und wächst und wächst. Alle drei Städte wachsen jetzt wunderschön. Ich muss dann halt nur noch sorgen, dass halt an den anderen auch jeweils Baumaterial runterkommt. Ich nehme noch einen Schluck Kamillentee. So. So, wo lang fahren wir denn jetzt hier? Aus Berlin raus? Okay, also ist auf jeden Fall kein Berliner Auto. Okay. Ah, dann fährt er bestimmt nach Wittenberge. Das kann sein, Wittenberge. So. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Wo lang müssen wir, fahren wir jetzt hier rechts ab? Sehr schön. Am Wasser entlang, durch den Wald. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ja, dann sind wir ja gleich da. Dann werde ich mal sehen, wie viel Kohle wir in der Zeit gemacht haben. Eine große Ausgabe war schon dabei. Irgendwas mit 23 Millionen, glaube ich. Oder 24 Millionen. Ein Zug wurde neu gekauft. Ich habe natürlich gesagt, ihr dürft natürlich alles ersetzen. Und ist natürlich auf Dauer natürlich teuer, dass da halt so ein Zug da halt ersetzt wird. 23 Millionen. Ich bin schon an überlegen, ob ich auf 150% eher mache. Die Lebensspanne. Aber da muss ich gucken, wie sich das rentiert. Vom Geld her. Nicht, dass ich dann mehr Minus fahre als Plus. Das wäre natürlich auch Quatsch. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Städte nochmal anderen. Die anderen drei verbinden jeweils mit dem Baumaterial, Lebensmittel und Treibstoff. damit erstmal das auch für die anderen drei Städte sozusagen gewährleistet ist. Dann werde ich sehen, ob oben die Fabriken das hinkriegen. Ansonsten müsste ich wahrscheinlich eine neue Fabriken sozusagen anklemmen, die das sozusagen unten die drei Städte dann bedienen. Na, mal schauen, mal schauen. Ist halt so. Muss ich mal gucken, wie das ist. So, ansonsten. Ich habe gestern oder beim letzten Mal noch getestet, offline einen eigenen Flughafen zu setzen. Sah auch ganz nett aus. Ich hatte ja, wie viel waren das? 160 Millionen hatte ich auf der Tasche. Hab's probiert und es wurde, ja, angebunden, ja, war. Aber es hat kein Schwein interessiert zu fliegen. Keinen.
Also ich glaube, Flugzeug wäre erst sinnvoll, wenn man halt mehrere Städte richtig groß schon hat und dann weite Entfernung halt anbindet. Ich habe wirklich die unterste Map, unterste Stadt ganz genommen. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Die habe ich genommen, um eben halt dort auch ja halt Leute hinzubringen zu können. Bin mit der Concorde geflogen. Also so auf normaler Geschwindigkeit war es langsam, aber auf dreifache Geschwindigkeit, Alter, das ging ab wie eine Rakete, ungelogen. Ach, kommt kein Zug, okay. So, das ist ja das Baumaterialwerk. Aber wir fahren ja gerade Treibstoff aus, sozusagen. Eurotruck Simulator, das größte so ungefähr. So, da hinten ist Wittenberge im Hintergrund. Das heißt, wir sind bald da. Dann ist die Fahrt auch hier zu Ende. Jo, und dann werden wir endlich sehen, was die Kohle uns gebracht hat. Ich glaube, um die 40 Millionen habe ich angefangen. Bei 40 Millionen. So, ein kleiner Stau. Okay, gut. Ach, schade, kein Zug. Ich dachte, wir sehen wenigstens mal einen Zug, der da lang fährt. Ach, Mist, hätte ja sein können. Ja, okay, die Brücke hier hätte ich ruhig etwas höher setzen können, aber naja, naja. Da ist noch ein bisschen Grünzeug, ist okay, ist vollkommen okay. So, dann sind wir jetzt in Wittenberge angekommen. So. Der hat sich herteleportiert, ich hab's genau gesehen. So, rumfahren. Da oben ist schon das Depot. So, hier hoch, genau. Rechts abbiegen einmal. Wollte gerade sagen, Acht auf den Fußgänger, aber ja, okay, gut, klar. So, und da sind wir auch schon. Hier ist das Depot, wo abgeliefert werden muss. Und wir haben es geschafft. Wunderschön. Wunderschön, wir haben es geschafft. Und wow, 12 Millionen. Okay, dann hätte ich mal die Zeit doch vorspulen sollen. Ja. Dann kann ich dich wieder schließen. Dankeschön. Also, wie gesagt, Fahrzeuge erneuern. Muss schon mal gucken. Weil wir jetzt halt diese großen LKWs reinbekommen. Ob sich das noch rentiert, sozusagen, für die Fabrik hier. Also, die Kapazität können sie auf jeden Fall noch erweitern. Also, die Produktion noch steigern. Die sind gerade nur zur Hälfte. Und hier hinten, was haben wir hier? Ja, der kann auch langsam mal seine Kapazität steigern. Und hier das, der Bruchstein. Ja, ist okay. Ist natürlich noch zu wenig, was die hier mitnehmen. Und hier runter, von hier aus, hier nach unten. Wäre wahrscheinlich ein weiter Weg. Ich glaube, ich würde dann hier so irgendwo was hinbringen und dann von hier aus jeweils in die Städte weiterfahren. Oder? Mal, hier haben wir Stein, Eisenkohle, Eisenkohle, Bretter. Ja, wir haben hier wieder kein Stahlwerk. Ist doch sowas von klar. Aber Öl hätten wir hier. Das heißt, wir könnten von hier aus hierüber die drei Städte mit Brennstoff versorgen. Obwohl er einiges noch die Kapazität hätte. Wie lange brauchen die denn noch zum Ersetzen? Die haben noch ein paar Jahre auf sich, okay. Und du hier bringst wie viel dann mit?
Mal gucken. Bist du voll oder nö? Nö, ich glaube noch nicht, bist du voll. 323. Okay. Also hier wird das ja eh dann ausgetauscht. Machen wir das mal schneller. So. Lassen wir die schon mal austauschen. Genau. Kostet zwar uns ein bisschen Geld, aber ist egal. So. Nach 125 Jahren erst. Nach 125% natürlich. So. Jetzt müsste der natürlich hier ordentlich mitnehmen. Ja. Sehr schön. Das heißt, der Frachtkarren hier müsste dann auf jeden Fall merken, er kann mehr. Sehr schön. Der Verbrauch ist aber gigantisch. Was steht denn hier? Treibstoff für Neubrandenburg? Achso, ja, jetzt stauen sich natürlich hier die Fahrzeuge. Langsam. Ja, es kommt Neubrandenburg dran. Gut, wird abgeholt. Ist der lila? Nee. Okay. Na, schließen. Neubrandenburg. Warum? Obwohl, ich glaube, LKWs kommen dann gar nicht mehr. Die kann ich schon eigentlich. Ja. Ah, ne, lass ich erstmal so. Neubrandenburg. Brennstoff. Da. Neubrand. Du hast. Ich glaube, weil die so weit fahren müssen. Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Wie viel hat denn Neubrandenburg überhaupt? Treibstoff? Ja, okay. Knapp 90% ist ausreichend. Vollkommen okay. Wie sieht's hier mit Brot für Berlin aus? Nein, ich wollte kein LKW haben, sondern hier Brot für Berlin. 53%. Ja, okay. Hier sieht's. Bautechnisch. Okay. Ja, ich glaube, das Baumaterial ist für diese drei Städte vollkommen maximal wahrscheinlich. Ich glaube, so eine Fabrik kann nur drei Dings beliefern. Neubrandenburg ist oben. Und hier haben wir Baumaterial für Berlin. Für Wittenberge da drüben. Ah, ich glaube, ich nehme hier drüben die. Und dann müssen die sich nicht aufteilen wahrscheinlich. Ich glaube, daran liegt das. Ich glaube, daran liegt das, dass sich das immer aufteilen muss. Ja, sieht ganz danach aus. Ist natürlich jetzt die Frage, mache ich den hier rüber oder den darüber? Kann ich ihn noch aufrüsten? Noch größer werden? Ne, schon das Größte, okay. Da fuhr der Zug. Okay, Wie mache ich das am besten?
Weil produzieren tut er ja auf jeden Fall ordentlich. Das ist ja Fakt. Plus machen wir auch im Moment immer noch. Das ist sehr schön. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall Kohle rein. Ja. Das können wir erstmal so lassen. Weil die Fahrzeuge werden jetzt eh Stück für Stück alles erneuert. Weil das kostet ja eh alles Geld. Fahrzeugkauf, hier ist es auch. Für die Straße und Tram. Hier auch wieder für die Straße. Neue Fahrzeuge für die Straße und Tram. Ja, ja, ja. Hier 12 Millionen für Fahrzeuge, für neue Fahrzeuge, also. Die Kosten haben wir auch schließlich drinne. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Der hat fast 500 voll. Das heißt, der Herr hat gemerkt, ah, da drüben ist höherer Bedarf, schnellere Abholung. Das heißt, es ist immer da, wunderschön. Steigert sich. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall diese Ecke hier anbinden. Für Treibstoff hier, für Brennstoff, ja. Dann hätte ich noch das normale Öl übrig. Das könnte dahin zur Kunststofffabrik kommen. Und von der Kunststofffabrik aus... Von der Kunststofffabrik aus habe ich noch irgendwas in der Nähe. Hier unten, hä? Ja, dann wäre das wieder so weit hier nach oben. Mir fehlt auf jeden Fall ein Stahlwerk. Weil hier habe ich ein, zwei... Drei Waren, hier zwei Werkzeuge und Maschinenproduzenten, aber kein Stahlwerk. Kein Baumaterial. Nö. Okay. Gut, dann werden wir das anders machen. Dann werden wir hierhin die zweite Steinbruch noch setzen, noch einen zweiten. Das heißt, alles, was ich hier oben habe, werde ich dann auch später hier unten hinsetzen. Das heißt, ich werde mich voll und ganz erstmal um die drei Städte kümmern. Dass die auch alle Brot erstmal bekommen. Das ist jetzt erstmal wichtig. Weil das Brot, mal gucken, hat eine Auslastung 270, okay. Könnte vielleicht noch so in Getreidefutzi gebrauchen, hä? Vielleicht? Ich glaube, hier nebenan setze ich einfach noch ein Getreidefutzi. Sage anwenden, so. Setze hier noch einen zweiten Getreidefutzi ran und gut ist. Ja, das wäre was. Das auf jeden Fall. Dann würde auf jeden Fall von zwei Seiten Getreide rankommen. Das mache ich mal. Getreidefarm. Lebensmittel. Bauernhof. Da ist es. So. Warum klappt das nicht? Hä? Achso, die Straße ist weg. Dann so. So. Das müsstest du ja gleich auf Ja schalten, weil er produziert ja schon. Na nur Scheiße. Ja! Yes! Okay. Er produziert auch. Sehr schön. Klar, der muss ja erst anspringen, so wie der hier. Aber der hat ja schon. Das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall dann mehr Getreide hin. Und mehr heißt dann für uns auch mehr Brot für hier unten. Jetzt haben wir hier 18 Brot. Das heißt, er würde sozusagen seine Produktion natürlich erweitern können.
Das ist doch schon mal sehr schön. Mal gucken, können wir hier. So, ganz kurz mal. Ich versuch mal hier die Strecke ein bisschen zu verändern. So. So. Großhandelsstraße. km/h 70. So. So, wartet mal. So. dann machen wir das natürlich mal hier. Wieder mal ein bisschen platt hier machen. So. Okay. So. Müsste jetzt viel, viel schneller gehen. Ja, so schön. Okay, wir haben jetzt letztes Jahr 15 Millionen gemacht. Jetzt mussten aber wieder Fahrzeuge neu gekauft werden. Das heißt, wir machen auf jeden Fall weniger Kohle. Okay. Wie hat denn der Zug jetzt nicht alles mitgenommen? 91? Ja, haben wir ja noch Platz. Locker Platz. So. Jetzt müsst ihr auch langsam mal hier gucken. Nimmt der Zug mit. Okay, aber kein Vieh. Also er läuft auf jeden Fall auf Hochtouren. Und gibt auf jeden Fall hiermit ab, so wie es aussieht. Du läufst. Ey, du sollst auf Hochtouren laufen. Los. Laufe auf Hochtouren. Wir brauchen mehr Futter. 19 Millionen trotzdem gemacht. Okay, cool. Das heißt, mein Geld mehrt sich langsam. Das ist sehr schön. Ach, der gibt das gleich da unten rein. Ach so. Macht überhaupt meine Brotlieferung da unten überhaupt Geld? Ich weiß es ja gar nicht. Die Brot-LKW ist da. Nö, nicht so richtig. Dann sage ich mal zu denen. Fahrt mal verkaufen, Jungs. Ja, seht ihr? Das Brot kommt automatisch hier hin. Ha, sehr schön. Das heißt, Kosten eingespart. Und natürlich Arbeitsplätze wieder geklaut. Ha. Nur sichtbar. Ach so, was ich gerade alles sehe. Nee, alles. Will ich natürlich alle sehen. So, das ist auch schon mal okay. Gut. Ja, da muss ich halt jetzt mich darum kümmern. Einiges für Brot. Aber Brot habe ich ja gerade gemacht. Das heißt, das muss ja erstmal hergeliefert werden jetzt ständig. Wie sieht das denn jetzt hier oben aus? Fahr nicht so schnell. 12 Vieh, okay. 2 Minuten wirst du dich erweitern. Das ist sehr schön. Und ihr sollt hier nicht weniger produzieren, ihr sollt mehr produzieren, dass es klar ist.
Wir machen Folgendes. Den hier. Nur machen, das heißt raus. Kein Vieh mehr, sondern nur noch Getreide. Fahrzeug hinzufügen. Wagen. Achso, nee, Waggons, Güter. Hier oben. Auch nur Getreide. Eins, zwei. Kostet mich 30 Millionen. So. Ah, 35 Millionen knapp. So. Und sagen, ja. Der Zug ist aber noch, wie lange im Dienst? Oh, der hat noch vor sich. Noch gute 20 Jahre. Ist okay. Dann nehmen wir mal da oben das Vieh weg. Vielleicht kommt er nur Getreide schneller. Kann ja sein. Ja, die LKW ist klar. Okay, es sieht alles schön grün aus. Gefällt mir. Die Tram, klar. Obwohl, hier. Ey, der macht Plus. Der Bus. Okay. Warte mal, wie sieht denn die Bilanz aus? Macht Plus. Ach, eher Minus. Und? Ja, sagen wir dann auch immer ersetzen ab 125%. Und zwar Passagiere. Nee, du bist mir zu teuer mit 52, 36, ja? Moment, du fährst 90 km/h, 100 km/h. Ja, ich glaube, ich nehme diesen Doppelbus, Doppelgelenkbus, ja? Ja, ich nehme den Doppelgelenkbus. So. Wieder ab 125 Passagiere, Doppelgelenkbus und ja. So, das machen wir auch mal fix hier. So, na ja, und so. Okay, dann haben wir das drinne. Unsere Züge selber hier, klar. Oh, der macht noch Verlust. Also wollen nicht so viele Leute fahren, hä? Ja. Naja, okay, vielleicht kommt es ja noch. Der macht auf jeden Fall Gewinn. Das ist schon mal zwar nur minimal, so wie es aussieht. Ja, minimal, aber okay. Du machst. Jo, sieht gut aus. So, die haben natürlich die etwas größeren Kapazitäten. Klar. Ja, auch durch den gelben, genau, sollte ich euch ersetzen lassen. Wie sieht es denn hier aus? Okay, was habe ich denn hier eingestellt? Wir machen Folgendes. Machen wir daraus wieder eine Tram? Aber hier machen wir. Wie viel nehmen wir denn jetzt mit? 90 können wir maximal mitnehmen. Die machen beide Verlust. Also machen wir es auf jeden Fall etwas kleiner. Fährt 60. Fährt 70. Fährt 60. 700.000. 500.000. Für 5 mehr. Nö, machen wir den hier. Setzen wir dich für den. Und dich dann auch hier nur für den. So. Halt. Die habe ich gerade ersetzt. Der Brotzug, der kann erstmal so bleiben. Die anderen drei sind nur Busse. Und das hier ist jetzt ja oben meine Berliner Ringbahn. Die werde ich, glaube ich, auch umstellen, weil ihr macht hier 45 Leute. 45.
Ja, dichter rein. Und auch dichter rein. So. Kann ich aber. Warte mal. Der ist. Ah, der ist teurer. Ja, okay. So. Die können damit ersetzt werden. Ja, ist klar, dass die halt nichts einbringen. Schade eigentlich. So, der Zug, wie gesagt, wird dann ersetzt, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht, warum hier eine 2 dran steht. Zug 5. Doppelwagen. Achso, deswegen. Okay, gut. Ja. Na gut. Ach, 147 Millionen haben wir wieder. Wir machen ja ordentlich Kohle. Das ist okay. Ja, gut. Okay. Dann werde ich nochmal gucken, wie ich halt die ja, Brotproduktion ankurble. Mehr. Da ist immer so die Frage. Lager? Getreide verbraucht er schneller als Kühe überhaupt. Bedarf. Aber der will ja entweder das oder das haben, um Lebensmittel herzustellen. Also bringe ich doch ihn lieber nur Getreide. Ja, genau, Getreide. Ja, ich bringe dann lieber nur Getreide, damit er halt knüppeln kann. Gut, das heißt, die Produktion, ich weiß nicht, rentiert sich, wenn ich das hier dann halt einen weiteren Ansetzer, einen weiteren Zug, dass er halt schneller produziert? Ich glaube nicht. Ich glaube, der produziert nicht schneller. Weil im Moment schwankt er jetzt immer hin und her. Wie sieht es denn mit meiner Getreideproduktion da oben aus? Sagt langsamer, weniger. Warum das? Na gut, na gut. Dann werde ich mich, wie gesagt, beim nächsten Mal wahrscheinlich dran setzen, die Eisenproduktion hier durchzuziehen. Oder? Oder mache ich erst den Treibstoff? Nee, ich werde die Heizung hier Treibstoff für die erstmal besorgen. Habe ich hier überhaupt Anlaufstellen? Ja, habe ich jeweils. Gut, habe ich. Okay, dann verabschiede ich mich erstmal hier an dieser Stelle von euch, ja? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend und ciao, ciao.